Hallöchen und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ich bin gerade im Gebiet von Felicia Winters unterwegs und ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt hier einfach mal so ein paar Leute und sammeln dann doch nochmal wieder ein paar Verdienstpunkte, wie ich das in der letzten oder in einer der letzten Folgen schon mal angekündigt hatte. 30 hatte ich jetzt schon zusammengesammelt, da sehen wir sie. Da waren sie gerade kurz zu sehen, um einfach, es ruckelt ganz schön, um einfach zu testen, ob ich auch richtig bin. Und hier haben wir einen Dreierwing, das wäre natürlich geil. Ich hoffe, das mit den kurzen Rucklern gibt sich gleich. Das liegt einfach daran, dass ich gerade von der Festplatte, wo ich was hochlade, dass ich da halt auch die Aufnahmen halt hinspeichere. So, ich hoffe, das stört nicht und ist gleich vorbei oder gibt sich überhaupt. So, hier haben wir einen Kurier. Ja, entweder das sind drei Kuriere, die da unterwegs sind, wenn ich ihn denn kriegen würde. So, komm schon. Jetzt. Ah, nicht ganz. Bisschen noch. So. Ja, doch ein paar Punkte sammeln, damit ich auch wieder den Bonus in den Kampfzonen bekomme. Gestern, das war ja eine ganz erbärmliche Leistung. So, wunderbar. Da haben wir den ersten oder die ersten drei, wenn wir Glück haben. Ist immer recht schwierig, dann auch alle drei zu bekommen. Weil die dann gern einfach mal abhauen. So, Waffen sind ausgefahren. Ganz ohne lang zu überlegen, direkt auf das Schiff drauf. Da sind die anderen beiden, das scheinen mir. Was ist das? Eine Cobra hier links, auf jeden Fall. Auch noch ein Kurier. Jawohl, auch du kommst weg. Oh, das geht gut. Geil, wunderbar. Und noch eine Sidewinder. Ach Gottchen. Boost ich mal hin, nicht, dass die weg will, abhauen möchte. Nö, das klappt gut, ne? Ja. Guck mal, die ist auch schon kaputt. Ah, das ist ja super. So. Schön, dann können wir unsere 7 Sachen packen und direkt wieder losdüsen. Geil, direkt mal innerhalb von einer Minute 90 Verdienstpunkte gemacht. Das wären 9 Abschüsse im Crime Sweep Spot und hier sind es plus 3. Ah, das ruckelt immer noch im Hintergrund. Wartet mal, ich mach mal kurz. Ich breche mal die Uploads ab. Das ist jetzt nicht weiter wichtig. Auch du kommst weg, du kommst weg. Oh Gott, 4 Stück sind das. Macht nichts. So, jetzt dürfte es deutlich besser laufen. Entschuldigt. Eine Diamondback Erkunder hätten wir. Die kommt auf uns zugeflogen. Ist ein föderaler Agent. Auch der gehört dazu. Den können wir auch abschießen. Ist auch der einzige. Deswegen fliege ich dem jetzt einfach mal entgegen. Und ich fliege da mal eine kleine Kurve. Ja, noch ein bisschen weiter. Da kam gerade noch eine Viper dazu. Weiter hinten. So, da dreht sich jetzt. Ich drehe mich schon mal in die Richtung, wo der vielleicht gleich vorbeikommt. So, gebe wieder Gas und dann können wir den hoffentlich gleich. Versucht der sich auch zu drehen? Ja, okay. Hatten wir beide die gleiche Idee. Ich könnte mir vorstellen, wer da gleich den kürzeren zieht. So. Komm her, Freundchen. Achso, ich zeig gleich mal, in welchem Gebiet ich hier bin von der Felicia Winters. Komm her. Oh, da war aber schnell. Ein bisschen Schub geben. Okay, lassen wir erst seine kleine Kurve fliegen. Wunderbar, weiter geht's. Ja, und so können wir schön 150 Punkte haben wir schon. Rang 2 ist es schon mal. Rang 2 müssten 100 Punkte sein, ne? Können wir mal kurz reinschauen. Ich habe das gerade echt nicht mehr im Kopf, ab wie vielen Punkten da. 100. Ach genau, dann eine 750, 1500 und dann die. Wow. 10.000. Die hatte ich ja mal in der Kampfzone, also im Crime Sweep Spot gefarmt. Das war übel. Das waren um die 12 Stunden oder so, die ich da gebraucht habe. Und das war echt nicht ohne.
muss ich nicht nochmal haben. Wenn das hier ganz gut klappt, dann kann man ja hier immer mal was zusammen sammeln. Ich hatte ja gesagt, wir versuchen bei den 1500 zu bleiben. Aber ich hatte dann in den letzten Folgen, gerade auch wegen der Folge 300, da echt keine Zeit, das noch weiter zu verfolgen, da mich auch noch drum zu kümmern. So, komm her. Am besten wäre es immer, wenn die Gegner uns abfangen. Ich stopp mal gerade, dann müsste der gleich an uns vorbeikommen. Ah, komm schon. Ja, da ist schon so gut wie an uns vorbei. Machen wir uns auf den Weg und dann geht's los. Gibt's auch mehr als Dreier-Wings mit verfügbaren, abschießbaren Agenten oder Kurieren? Wir hatten doch in der vorletzten Folge bei den... Boah, war das bei der Piratenmission? Ich weiß es gar nicht mehr, wo wir diese komische Signalquelle hatten. Mit so sehr, sehr vielen Gegnern, die ich irgendwie alle da für die Aufgabe verwenden konnte. So, nah genug dran, kann man dunkeln wie er will, treffe ich den sowieso. Platz. Nice. So, wie viel Kopfgelder haben wir hier schon? 39.000. Ja, das geht. Und weiter geht's. Wir können mal drauf achten, wenn wir nochmal einen Dreier- oder einen Zweier-Wing haben sollten, dass ich einfach dann nochmal kurz in der Signalquelle oder in der Quelle an dem Ort bleibe, wo wir sind. Um zu hoffen, dass da vielleicht von der Systemsicherheit so ein paar Agenten reingesprungen kommen. Das kann auch passieren. Und dann kann man halt da einen nach dem anderen wegballern. Vielleicht haben wir das Glück. So. Ich hoffe, hier ist der nächste. Genau. Ich zeig mal kurz das System. Und zwar bei Enneat. Das ist direkt mit eines der nächsten oder nahesten Systeme. So, wir sind hier unten irgendwo. Ist unser Hauptquartier, ist nicht so weit weg. So, hier ist nichts los. Was haben wir hier oben? Springen wir in die unidentifizierte Signalquelle rein. Oh, vier Schiffchen. Eine ASP. Was haben wir noch? Eine Viper. Oh, da ist irgendwo ein Grüner. Föderaler Sicherheitsdienst. Scheiße, könnte ich die auch wegknallen? Ist egal, zur Föderation gehe ich jetzt einfach mal drauf. Werden wir sehen, aber ich glaube, dafür gibt es keine Punkte für die Sicherheitsdienste. Da ist noch ein zweiter, der schießt gerade auf uns. Okay, 180 haben wir. Nee, dafür gibt es keine, gut. Er greift mich an. Irgendjemand anders. Ist auch egal. Ah, hat uns nochmal eine schöne Rakete hinten reingejagt. Dieser Sack. So, na gut. Schade, hätte ja vielleicht klappen können. Oh, ein Typ 9 Transporter. Das gibt einen mächtigen Knall, wenn der explodiert. Ja, föderaler Kurier. Ist er allein unterwegs? Ja, ist er. Ha, das fette Schiff. Oder mal so eine starke Signalquelle hier anfliegen. Das ist immer noch der einzige.
hinter das Ziel geraten, ja. Ich lote manchmal immer einfach aus, ab wann das ungefähr klappt, ab welchem Winkel. Ah, okay. Gut. Geil, T9. Das Schiff kann überhaupt nicht abhauen. Das ist so unfassbar träge. Boah. Wenn ihr das fliegen müsst, kauft euch, um damit zu handeln. Um euch irgendwann die Anaconda zu leisten, aber irgendwann ist es das echt nicht mehr wert. Ohne Schilde 532 Tonnen kann das Ding transportieren. Noch ein bisschen Licht. So. Da kommt schon, geh kaputt. Das hält sogar eine Menge aus und wehrt sich sogar. Wirft gerade eine ganze Menge Fracht ab, der also schon explodiert. So, was haben wir denn hier an Fracht? Genau, das sind diese föderierten Pakete. Und wenn ich die kaufe, oder was heißt kaufen, so ein Blödsinn. Ich weiß gar nicht, ob man die verkaufen könnte. Das Problem ist, ich möchte es jetzt mit der Anaconda nicht unbedingt probieren. Das würde ich mal machen mit einem mittleren Schiff, damit ich auf dem Außenposten landen kann, um dann dort mal im Schwarzmarkt oder so die Sachen zu verticken. Na gut. Düsen wir weiter. Haben wir ja schon einige Punkte gemacht. Freut mich. Also mitunter kann das hier schon schneller gehen. Das kommt wirklich drauf an, was für Schiffe einem entgegenkommen und ob man vielleicht ab und zu mal Glück hat und den Wing erwischt. Wir haben schon 200 Punkte. Eine schwache Signalquelle. Komm, gucken wir da auch einfach mal rein. Schauen wir mal, was wir hier so finden. Ach verdammt. Das ist auch wieder Bergungsgut. Biomüll. Ist auch jemand geplatzt, okay. Huch, hab ich direkt zweimal Biomüll kaputt gemacht. Naja, was soll's. Braucht ja eh niemand. Außer die Biomüll. Faschisten wollte ich schon sagen. Nein, um Gottes Willen. Die Biomüll-Fetischisten. So rum. Jetzt wird's hier noch politisch, um Gottes Willen. So, komm. Nochmal ein kleiner Wing. Voller Clipper. Na, unwahrscheinlich im föderierten Gebiet. Voller Abwurfschiffe. Ach so, da fällt mir ein. Ich kann den ja mal kurz ausmachen, den Treibstoffsammler. Den hatte ich bloß benutzt, als ich hier hochgeflogen bin. Um zwischendurch mal nachzutanken oder hier dann am Stern auch nochmal voll gemacht habe. Kommt keiner mehr? Habe ich schon alle kaputt gemacht? Da hätten wir eine unidentifizierte. Na komm, dann nehmen wir heute auch einfach mal ein paar von den Signalquellen nochmal mit. Was haben wir hier? Oh, ein Typ 9 Transporter. Ist keiner, der sich lohnt abzuschießen. Schade. Vielleicht sollte man, wenn jetzt wie gerade nicht mehr so viel los ist, wir warten jetzt mal, das würde mich mal interessieren, einfach ein bisschen warten. Und wenn niemand auftaucht, können wir eigentlich von mir aus auch in ein anderes System fliegen. Das hier zum Beispiel, das ist nicht so weit weg, da würden wir auch mit einem Sprung hinkommen. Adder hinter uns. Na, wichtig ist halt immer wirklich ein paar Meter weg zu fliegen vom Stern, damit man halt schnell Geschwindigkeit aufbauen kann,
Am besten sucht er euch am Anfang, wenn er reinspringt. Das machen wir gleich mal, wenn ich vielleicht mal in das andere System springe. Schild der Gerechtigkeit. Ja, die gehören zu uns. Wäre jetzt nicht so geil, wenn ich da drauf gehe. Die gehören auch zum Schild der Gerechtigkeit. Jawohl. Und die Vulture? Zu wem gehört die? Das ist ein föderaler Agent. Super. Dann nehmen wir den mit. Komm schon, komm schon, komm schon. Verdammt. Jawohl. Cool, eine Vulture. Das Schild der Gerechtigkeit von unserer Chefin ist hier auch unterwegs. Die macht keine großen Anstalten, irgendwie auszuweichen. So, mal sehen, was die drauf hat. Die anderen, die hatten jetzt immer nicht so viel drauf. Die haben auch schnell die Hufe hoch gemacht. Okay, das Schild hält ein bisschen länger von ihr, aber... an sich geht's auch schnell runter. Ah, da ist es schon geplatzt. Ich wollte gerade noch den Reaktor, also das Kraftwerk, auswählen. Brauchte ich gar nicht mehr. So, 240 haben wir schon. Juhu, wir haben 68% im Kampfrang. Haben jetzt wahrscheinlich durch einen der letzten Abschüsse noch mal ein bisschen was dazu bekommen. So, keiner weiter, dann können wir ruhig mal in das andere System gucken. Okay. Dann fliegen wir ruhig mal hier rüber. Das ist natürlich super, dass wir das mit einem Sprung erreichen können. Düsen wir los. Okay, jetzt kam gerade einer, auch wieder ein Adder. LHS 160. So, wo haben wir denn hier die nächste Station? Oh, hier gibt es sogar einen Kampfbereich. Also muss es hier irgendwo eine Station geben. Nirgendwo? Echt nicht? Ach doch, hier. Wir sind ja nur 29.000 Lichtsekunden, ne? Okay. Gibt es hier echt keine andere? Ach so, da hinten. Ah, okay. Auch noch mal eine. Oh, das ist natürlich nicht so ein geiles System. Direkt vom Hauptstern weg gibt es hier leider keine Station. Das ist ein bisschen doof. Will keiner? Ach, kommt. Ein kleiner Wing von 8-9 Leuten. Will nicht, dann düsen wir wieder zurück. Macht nichts. Schade. Ein gutes System, da kommen dann direkt am Anfang eigentlich ein paar Leute. Oder ein Schiff ist dann direkt schon da.
Vielleicht lädt es jetzt einfach nochmal neu, wenn ich wieder reinspringe in das andere System. Ich gehe mal von aus, dass derselbe Effekt auch auftritt. Halt die Instanz neu berechnen, wenn man halt schnell ins Hauptmenü und wieder reingeht ins Spiel. Das geht ja dann sehr schnell, wenn das Spiel einmal geladen hat beim ersten Mal starten. Wenn man dann bloß zurück ins Hauptmenü und wieder zurück ins Spiel geht. Egal, ob privat, solo oder offen. Lädt es immer sehr schnell. So. Gut, fliegen wir ein paar Meter Richtung Blaha Hub. Da kommt schon der erste. Wunderbar. Eine Viper. Bestimmt ein föderaler Agent. Da kam noch eine Diamondback Erkunder. Fliegt die an uns vorbei. Oder. Ja. Patrouille Takumo Crew. Boah, das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, ob wir die auch abschließen können. Da müssten wir mal schauen. Aber wir haben ja noch ein paar andere. Die Diamondback Erkunder zum Beispiel. Das ist ein föderaler Agent. Wunderbar. Die dürfen wir. Jawohl. Schön. Wir können das ja von mir aus mal probieren. Irgendwann mal das, was ich gerade erklärt hatte mit dem Hauptmenü und so weiter. Aber erstmal normal weiter. Na, komm schon her. Komm. Jawohl. Ach, guck mal. Es hat uns diesmal überhaupt nicht durchgewirbelt. Ich wollte gerade sagen, wo sind meine anderen Waffen? Ich bin gerade bloß zwei geschossen. Ja. Und adieu, Freund. Oder Feind. Wunderbar, cool. Läuft gut. Machen wir die nächste Folge nochmal weiter. Ich bedanke mich erstmal hier wieder fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.